Moin, mein Name ist Oskar Dreyer, Vertrauensleute-Sprecher von Terminal Eurogate Hamburg und ich bin Verdi-Mitglied. Mein Name ist Jana Kamischke, ich bin die Vertrauensleute-Sprecherin im Hala Konzern, arbeite auf dem Burchardt-Kai und bin auch Verdi-Mitglied. Wir sind gerade mitten in unserer Lohntarifrunde in den Häfen. Vielleicht habt ihr es auch mitbekommen und verfolgt so ein bisschen, was wir so tun. Uns ist in dieser Lohnrunde nach 3,5 Tagen Streik durch einen Vergleich der Arbeitgeberseite mit Verdi das Streikrecht quasi genommen worden, um unsere Lohntarifforderungen weiter zu unterstützen. Verdi hat sich hier auf einen Kompromiss eingelassen, der uns nachhaltig in dem Fall schädigen könnte, weil wir 3-mal verhandeln müssen, ohne dass wir die Möglichkeit haben, in der Zeit zu streiken. Und das hat uns veranlasst, eine Petition ins Leben zu rufen, von der wir uns auch hoffen, dass ihr sie unterstützen werdet. Wir haben klare Punkte definiert, die wir euch jetzt einmal aufzählen werden und die treffen euch auch, nicht nur uns. Wir fordern eine sofortige Aufhebung der Friedenspflicht und die Möglichkeit weiter zu verhandeln. Keine erzwungene Schlichtung zwecks einstweiliger Verfügung des Arbeitgebers. Wir fordern ein uneingeschränktes Streikrecht für alle Arbeiterinnen und Arbeiter. Wir fordern keine polizeilichen Maßnahmen während des Streikes. Und wir hoffen darauf, dass wir viele Menschen in dieser Runde unterstützen können mit mit dieser Petition, einfach weil der gerechte Inflationsausgleich für alle das Maß der Dinge sein muss. Alles, was jetzt gerade erkämpft wird, wird gemeinsam erkämpft und vielleicht treffen wir uns in dem ein oder anderen Arbeitskampf in diesem Jahr auf jeden Fall noch wieder. Nur gemeinsam sind wir stark und können erreichen, was wir wollen.